Und wir gucken uns ein Video an. Re-Upload. Charles Nehru offenbart seine rechte Gesinnung. Junge, ich bin gespannt, wenn das jetzt wirklich ein Real Talk Video, wenn das jetzt wirklich ein ernstes Video ist von dem, dann gehe ich auf jeden Fall krachen. Jetzt bin ich ja sehr gespannt. Mach's mal wieder hier am Start. Was hilft dagegen? Keine Ahnung, Mann. Es geht heute mal um einen ganz besonderen YouTuber. Und zwar den guten alten Just Nehru. Das ist ein Kanal, der geht. Ja, der läuft eigentlich ganz gut in letzter Zeit. So, er hat fast die 100.000 Abonnenten. Wahrscheinlich hat er die sogar schon, wenn das Video hier rauskommt. Könnte sein. Kommt immer drauf an, ob gerade viele Leute abonnieren oder nicht. Und es geht hauptsächlich um seinen Kanal im Generellen, aber ja, um ein ganz besonderes. Ist mir auch schon aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Ist mir auch schon aufgefallen. Ich finde, dass Charles Nehru schon sehr früh sehr komische Besinnungen hinterherläuft. Und das finde ich nicht in Ordnung. GrunDV hatte ich in einer Story erwähnt. Jetzt bin ich ja immer gespannt. Ja, der macht mich schon wieder schlecht bei Counter-Strike und so. Alles halt frech, muss ich ehrlich sagen. Video. Das ist vor einem Tag. Ich nehme euch dann auf Steam an. Als ich jetzt hier gerade dieses Video mache, vor 2 Tagen, glaube ich, wenn ihr euch das jetzt gerade anguckt. Und das ist das Video, wo er über Funk redet. Über schlechte Funk-YouTuber, wie er das seiner Meinung nach sagt. Ja, und das ist ein Video, das möchte ich so ein kleines bisschen auseinandernehmen. Denn er zeigt mit diesem Video halt einfach seine rechte Gesinnung. Es ist klar, dass jetzt, wenn ich dieses Video mache, ja, rechte Trolle werden auf jeden Fall auf mein Video raufgehen. Er wird wahrscheinlich versuchen, mein Video kaputt zu machen und so weiter und so fort. Es kommt halt drauf an. Einfach, und an dieser Stelle sag ich einfach mal, ihr müsst das Video auf jeden Fall teilen, damit das zu groß wird, damit hier Just Nehru das nicht einfach runternehmen kann und so weiter. Deswegen, das ist nämlich die Sache. Der wird nämlich auf jeden Fall versuchen, bestimmt das Video runterzunehmen, denn er sagt vielleicht normalerweise, dass er für freie Meinung ist, aber das ist so wie immer mit diesen ganzen Leuten. Wenn man einfach mal ein kleiner... Junge, wenn ich ein Video mache, dann finde ich auch diesen Hintergrund einfach mega authentisch. Ich finde wirklich diesen Hintergrund mega authentisch. Das Video ist von vor 2 Jahren. 2009 irgendwann gewesen. Wenn Kritiker rumkommt und wo man dann nicht mitkriegen würde, wenn der einfach so mundtot gemacht wird, dann wird man einfach mal ganz schnell dahin gehen und sagen, okay, YouTuber, da löscht den mal. Ja, oder löscht das Video, meldet das Video oder so. Irgendwelche organisierten Attacken da, klar. Irgendwelche rechten Trolle werden bestimmt dann auch wieder kommen, das ist klar. Aber auf jeden Fall reden wir mal über den billigen Kanal ein wenig. Und zwar Just Nehru, ich kann mir einfach diese Videos einfach nicht geben, wirklich. Mhm. Der Typ, wie der einfach redet, ist einfach so, es triggert einfach so hart. Wirklich, man guckt sich das an und er hat einfach so diesen Weg zu reden. Es ist so ekelhaft, ja. So ekelhaft, wie er redet. Er redet so richtig, das ist so eine Sache, die ich über ihn bemerkt habe. Der Typ hat doch so ein hartes... Defizit, wenn es um sein... Er hat ein mega hartes Defizit, wirklich. Mir schlägt das auch mega auf. Just Nehru, auch schon immer schlecht. Also wirklich, wie der immer redet, das triggert mich übel. Ich glaube, er ist mehr links gerichtet, aber lege mich nicht darauf fest. Xertis, eine vage Vermutung, ja. Also ich stimme ihm zu, wirklich, also wie Just Nehru auch die Videos macht, ich reg mich da auch jedes Mal auf. Wirklich, es triggert mich. Selbstwertgefühl geht, weil der Typ muss sich die ganze Zeit so richtig hart über andere Leute rüberstellen. Ja. Das ist, was mir aufgefallen ist. Der redet die ganze Zeit mit diesem extrem hohen Akzent oder wie auch immer man das sagen würde. Wirklich, der Typ sieht, weil wenn er das redet, dann sieht er wahrscheinlich so aus und so ungefähr sieht er dann aus und dann redet der so richtig krass über die anderen Leute so, dass er halt da drüber steht, Alter. Das ist so ein Allmann einfach, wirklich. Das ist einfach so, ich kann nichts zeigen von ihm, weil er würde das Video sofort runternehmen und striken. Ich kann euch das versprechen, deswegen, ich kann leider nichts von ihm zeigen, aber guckt euch einfach seine Videos an, wie er redet, what the fuck, Alter. So, und ich meine, er bezahlt dann auch noch irgendjemanden dafür, dass er von sich irgendwie so einen gemalten Anime-Charakter oder sowas hinkriegt. Ich war ja kann, das. Der einfach so 10.000 Mal besser aussieht als er selber. Das war ja nicht auch so hart. Also, dass sich immer noch über das Aussehen lustig gemacht wird von jemandem, der einen Hintergrund hat, das wurde mit Paint gemalt und selber eine absolute, also, wir wollen es mal jetzt nicht übertreiben, ne? So, ich meine, so, Bruder, ich meine, klar, also, ich meine, dein Charakter, Alter, das ist so richtig übertrieben, Alter, wo man sich so richtig merkt, ja, also, so ungefähr fühlt er sich so dann, wenn er da seine Videos macht, so, wisst ihr, so fühlt er sich dann immer. Ja, also du, ja, kleiner YouTuber, also du machst wirklich echt scheiß Content, also du wirst jetzt auf jeden Fall, ja, von mir zerstört, ich bin so geil, Alter. Wäre...
Muss ich mir erstmal hinterschlucken. Immer, dass du das Ganze auch nicht so schnell verdauen, merke ich gerade selber. Ich kann es gerade schlecht verdauen. Was ist das? Was ist das für. Der meint das ernst, ne? Das ist kein Trollvideo, Leute. Der meint das ernst. Und der dann halt in echt ungefähr so aussieht. Ah ja. Ja, ich zerstöre diesen YouTuber. Ja, ich glaube, ich habe gleich ein kleines bisschen übertrieben, aber das ist wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Also. Ich habe so langsam die Vermutung, dass in dem der Teufel steckt. Das klingt gar nicht gut hier. Ja, Leute. Oh, ich kann es irgendwie nicht ernst nehmen. Doch, ich kann es schon ernst nehmen. Kommen wir mal zu dem einen Video, über das ich reden wollte. Und zwar das eine Video, wo er über Funkkanäle redet. Denn was er da ganz klar macht, ist halt, er macht seine rechten YouTube-Videos da. So, die Sache ist natürlich die, er hat in dem Video ja gesagt, dass er links ist. Oh, warum machst du dann ein Video, wo du sagst, dass er recht ist? Rechts ist nicht recht, Alter. What the fuck, Polar, Leute. Auf jeden Fall, das ist so eine ganz alte Taktik von irgendwelchen rechten Leuten, die sagen, dass sie links sind, während sie nicht links sind. Das ist eine Taktik. Das ist ganz einfach, weil wenn man sagt, dass man links ist und dann auf einmal ein Video macht, ach, guck mal, der ist doch rechts, dann ist da auf einmal, dann kommen auf einmal so Kommentare wie, oh, bist du dumm, hast du das Video nicht gesehen? Der hat doch selbst gesagt, dass er links ist. Warum sagst du denn, dass er rechts ist? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, das ist eine Taktik, das ist die Taktik dahinter. Ja, ja. Er kann sagen, dass er links ist, so, aber die Tatsache ist die, wenn er gegen links schießt und nichts gegen rechts macht, dann kann er nur rechts sein. Oder, du kannst praktisch gar nicht in der Mitte sein, sondern du kannst nur rechts sein oder links sein. Wenn du gegen links schießt, bist du automatisch rechts. Ein Mann, ein Wort, der Junge hat recht. Der stützt auf jeden Fall das auf irgendeine Art und Weise. Oh, das geil, Junge. Klar. Und er hat auch gesagt, dass er nicht darauf Lust hat, in eine politische Debatte reinzugehen. Weil er, ja, wenn er in irgendeine politische Debatte reingehen würde, würde er seine Rechten. Er hat bisher nicht ein Argument gebracht, oder? Na doch, der hat ja gesagt, dass Justnero nicht so aussieht wie auf seinen Bildern, die er da immer einblendet, wie auf seinen Avatar, und dass Justnero hässlich aussieht. Das hat er schon gesagt, ja? Also sehe ich jetzt einfach mal als Argument. Ansichtspunkte einfach offenbaren. Das ist ja einfache Sache. Er würde einfach so hart sich offenbaren, wenn er in irgendeine politische Debatte reingehen würde, weil er einfach dann. Also, das ist ja Wahnsinn. Dann müsste er die Maske fallen lassen, dass er angeblich so links ist, während er die ganze Zeit gegen links schießt und nichts über rechts sagt. Aber gucken wir einfach mal uns an. Aber ich muss bisher sagen, wirklich, dass der Typ, ich weiß nicht, wie der heißt, dass der Typ hier wirklich relativ gut argumentiert. Ja, also der kann gut Videos machen. Ich finde wirklich, also gefällt mir, ja, auch wie der die Videoart, wie er redet, dass er halt auch wirklich sehr sachlich geblieben ist, finde ich bis jetzt sehr gut. Und ich finde, ich muss ihm bisher zustimmen, ich finde, Justnero geht auch in einer gewissen Art und Weise halt gar nicht, weil dem kannst du halt nicht zuhören. Was hat er denn da gemacht? Wie gesagt, ich kann leider keine Ausschnitte zeigen, Nico, weil so der Typ ist sofort mein Video runternehmen würde. Ich schwöre es euch, Leute. Im Prinzip, was er da gemacht hat, ist halt, er hat gegen ein paar linke Funkkanäle mäßig geschossen. So zum Beispiel Raik Anders, diesem Ehrenmann, ich liebe dich, Raik. Ach, dieser Typ einfach ist so ein Ehrenmann, Raik Anders. Und dann halt noch gegen Raik Kollektiv und dann noch. Raik Anders war auch der, der auch die Drachenlord-Dokumentation gemacht hat, ne? Und dann sogar ans Grab von Drachenlords Vater gegangen ist. War das Raik Anders? Oder war das dieser Oliver Je. Keine Ahnung, wie der hieß. Irgendwas mit J, glaube ich. Hier, Jäger und Sammler. Ah, das war Dennis. Dennis Leifels, oder wie der hieß? Das war Dennis. Okay, okay. Das war nicht Raik, aber das ist auch, glaube ich, von Funk. Und ja. Aufs Klo. Und Oliver Janisch gibt's auch noch, genau. Eher so linksmäßig orientierten Bruder. Bis nachher hoffentlich. Halt eher so politisch mäßig engagiert sind und gesellschaftsmäßig da halt irgendwelche Sachen machen. Und dann hat er sich halt darüber lustig gemacht. Hoho, guck mal, die reden da über irgendwelche Sachen. Ja, der Punkt ist doch gerade, dass man über solche Themen zum Beispiel über, ja, irgendwelche Sachen halt, wo die dann darüber reden. So, der Punkt darüber ist, dass man versucht, die Leute. Ja gut, ich muss schon sagen, der Typ ist schon heftig, ja. Muss ich wirklich sagen. Also gefällt mir, wie der Typ argumentiert. Wie er das macht, welche Argumente er bringt, sind stimmig in meinen Augen. Ist wirklich sehr stimmig. Leute dazu zu bringen, darüber zu reden, deswegen macht man das ja. What the fuck? Das ist der gesamte Punkt von diesen Videos. So, warum... Ist das der Hundi von Grunewald? Habe ich auch schon geguckt, dass es angeblich so peinlich und so weiter ist. So, das ist der Punkt.
Ich meine, ich weiß nicht, ob du das nicht irgendwie richtig verstehst, aber ich meine, es kann einfach mal der Punkt von einem Video sein, dass man ein Thema anspricht, das noch nicht angesprochen wurde. Ich Nee, meine, ist aber das auch ist doch, so. oder was halt gesellschaftlich irgendwie tabumäßig ist. Das ist der gesamte Punkt von solchen Kanälen. Deswegen werden die doch gerade vom Öffentlich-Rechtlichen finanziert, dass man Sachen anspricht, die vielleicht nicht so gesellschaftlich mäßig am Start sind und da, die dann sich halt nicht marktwirtschaftlich finanzieren könnten. Alter, wirklich, das bringt mich zum Verzweifeln. Ja, Warum da hat er verstehst recht. du sowas nicht? Der Typ hat recht. Doch, ich sehe es halt auch so, weil da blickt Chasnero nicht dahinter. Und ich finde, darüber müssen wir auch diskutieren. Ich finde wirklich, dass ein Chasnero das nicht mitbekommt, wie hier eigentlich die Kanäle entstehen und was sie für einen Zweck haben. Also, das ist so ganz einfach eigentlich. Aber man merkt einfach, dass dieser Junge da einfach nicht, ja, doch, dass er richtig liegt, dass er auch gut argumentiert, aber dass Chasnero einfach viele Sachen nicht peilt. Sehr schade. Ich meine, das ist so easy. Und dann Hohe halt Ehre, Junge. Raik Anders, ja, zum Beispiel, da hat er dann Baum, gegen ja. die Lösch dich-Doku gehetzt halt. Ja, und die Lösch dich-Doku, ja, also von Raik Anders, so die Sache ist die, er hat da so eine Doku über rechte Trolle gemacht, zum Beispiel über das Reconquista Germanica-Netzwerk, wo dann die halt da, ja, ich meine, rechte Trolle existieren, sie existieren wirklich. Sie sind organisiert. Man sollte die auf jeden Fall nicht So verharmlosen, weil ist sie ja das. halt, ja, sie sind halt da und sie sind fucking Nazis. Fucking Nazis, die Leute töten wollen. So, ich verstehe gar nicht. Ja, natürlich, man sollte auf jeden Fall dagegen vorgehen, so mit so einer Doku. Und ja, dann gab es da halt dieses eine Interview da mit hier Imp und Dorian und so weiter. Aber Imp und Dorian sind halt auch wieder so. Also in letzter Zeit muss ich sagen, haben die sich verbessert, aber das waren halt früher auch so die typischen, halt irgendwelche Leute, die halt dann auf Drachenlord gehatet haben und so weiter. Das Video gegen Kuchen TV ist ganz gut gewesen, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Halt dann irgendwelche komischen Sachen da gemacht haben, so. Und dann halt irgendwelche komischen Edgy-Memes da gemacht haben, so. Weil Ja, die ja, Sache ist die ja. halt, diese ganzen Hat vollkommen recht. Edgy-Memes. Die sind halt auch einfach nur noch ein Eigensteigerpunkt für irgendwelche rechten Netzwerke. Es ist halt, es Ja, ist so. so ist es. Vampir, grüß dich, Bruder. Diese Memes sind halt einfach oft irgendwelche Achso, du warst ja schon. Sachen, wo halt, es Bro, ist viel einfach Spaß nochmal. Propaganda. Das Ziel ist nämlich, ich erkläre euch das, Leute. Ich hau hier nicht einfach irgendwelche Behauptungen raus, ohne die einfach mal zu erklären. Das ist mir nämlich wichtig. Und zwar das Ziel hinter solchen rechten Memes ist das nämlich, die Bevölkerung abzustumpfen gegen halt deren Parolen und so weiter, weil das Problem ist, normalerweise, ja, wir wissen alle, was die Nazis gemacht haben, wie sie an die Macht gekommen sind. Jedenfalls jeder, der halt, ja, Ahnung von solchen Sachen hat und der dann halt da am Start ist und so weiter. Und dann Ja. halt die Leute, wir wissen alles, was sie da machen, so. Also, was tun sie? Was ist der Weg, wie sie wieder. Oh Gott, Imp und Dorian waren niemals rechts und Raik und Co. wollten die damit zu hinstellen, um die Mundtot zu bekommen. Das ist so ein Fall. Das würde ich dir sogar zustimmen. Das, was ich mitbekommen habe, muss ich auch sagen, habe ich nie gesehen, dass Imp und Dorian auch nur ansatzweise rechts waren. Haben die nicht sogar so diese Fuck-Nazis-T-Shirts angehabt? Oder haben die das nicht öfter mal angehabt? Ich weiß nicht. Ich habe das, dachte ich, noch in Erinnerung. Ja, ist Ja, halt lost, ne? eine Position kriegen können, wo sie an die Macht kommen können. Denn das Problem ist, wenn sie irgendwelche Sachen von sich bereden, ja, dann ist jeder dagegen. Aber was könnten sie denn jetzt tun? Und zwar, was sie tun, ist, sie packen solche lustigen Memes raus. Oh, so lustig, so lustig. Und dann, wenn die halt in der Gesellschaft Ja, drin super, sind, was wirklich. dann passiert ist, die Menschen werden dazu abgestumpft, was diese Leute sagen. Es ist vielleicht erst alles ironisch und lustig, aber das Problem ist, das passiert unterbewusst. Ja, man lacht darüber und man wird langsam abgestumpft zu den Sachen, wenn Ja. man es als einen Witz ansieht. Und dann, das Problem ist, man sieht das nicht mal als die Gefahr an, die es ist. Man sieht das als eine lustige Sache an. Hihihihi. Er hat da irgendwelche Nazi-Sachen gesagt. Das erinnert mich auch an diesen einen Discord-Server, den wir einmal geraidet haben. Da gab es einen Typen, der hieß Sieg H. So, und genau sowas ist dann das Zeug, was die Jugend ja erst abstumpft gegen solche Parolen und dann halt vielleicht ein paar von denen, ja. Schon heftiger Real Talk, oder? Schon heftiger Real Talk. Ist schon krass. Ein paar reichen ja schon, um hier Stress anzufangen, ja, in diese ganzen rechten Neonazi-Szenen reinzuholen.
So, und genau das ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Und dann habe ich auch noch das Video von diesem Typen da, der diesen Discord-Server gemacht hat. Der hat ein Video gemacht, wo er ein fettes Hakenkreuz reingehauen hat in das Video. Einfach nur so, weil, hihihi, das ist so lustig. Aber es ist nicht lustig, weil die Leute dadurch desensitivisiert werden gegenüber solchen Symboliken, solchen Parolen, solchen Sachen. Und ich finde sowas, also ich habe vielleicht früher mal immer darüber gelacht. Das ist die Sache. Ich hab da auch mal drüber gelacht. Aber das Problem ist, wenn man wirklich mal mitkriegt, wie das genutzt wird, von welchem Abschaum das verbreitet wird, um halt ihre... Oh Junge, wirklich, ey, das ist wirklich, ich bin froh, dass es nur noch eine Minute geht. Es ist sehr anstrengend, dem zuzuhören. Absolut ekelhaften Ziele zu verbreiten, dann kann man auf jeden Fall verstehen, dass man gegen genau solchen Humor dann auch ist. So, selbst wenn es vielleicht lustig wäre. Weil, ja, also ich meine, bei Just Nero... Oh Junge, komm zum Punkt, meine Fresse, oh mein Gott. Ich sage, ich bin mir vielleicht da nicht sicher. Also, ja, zeig mich hier nicht irgendwie wegen Rufmord an, ob er da jetzt dagegen ist, aber... Auf jeden Fall, ich denke, die meisten Leute hier sollten auch wirklich dagegen sein und deswegen, ich hoffe, ihr konntet es wenigstens ein bisschen verstehen, was ich hier labere. Auf jeden Fall, Leute, Also, das ist echt cringe, ohne Scheiß. Das ist ja echt mega cringe gewesen, das Video. Also, da gibt's ja auch nichts. Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Das ist halt, also von vorne bis hinten, erstmal Bullshit, was er da gelabert hat. Zum anderen aber auch einfach so zusammenhangslose Scheiße, ja? Das muss man auch noch dazu sagen.